Oh mein Gott, Leute, der Gewinner von den 100 legendären Stardrops aus dem 100 Stardrops Event wurde gefunden und das ist passiert. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und zwar eine richtig kranke Neuigkeit. Es wurde einer der 100 Gewinner gefunden von dem 100 mal legendären Stardrop Gewinnspiel. Das bedeutet direkt von Brawl Stars in den Posteingang 100 legendäre Stardrops. So, es ist unfassbar wirklich. Und ich zeige euch erstmal, ja, wie es dazu gekommen ist, Leute. Und zwar hat Brawl Stars ja vor nicht allzu langer Zeit das Event vorgestellt, Leute, wo es möglich war, 100 Stardrops zu bekommen. Und ja, das Ganze war folgendermaßen: Jeder Spieler über 400 Pokale hat 100 Stardrops bekommen. Davon waren wahrscheinlich so in der Regel 60 Stück irgendwie selten oder super selten. Ne, mit ein paar episch, wenn man Glück hat und so weiter. Tatsächlich war es so, dass insgesamt 100 weltweit ausgewählt wurden. 100 Menschen, die die meisten seltenen Stardrops bekommen haben. Also die das meiste Pech haben, sozusagen. Und diese haben, ja, in den Posteingang tatsächlich 100 legendäre Stardrops bekommen. Und zwar seht ihr hier das Ganze nochmal erklärt, Leute, dass eben genau die Leute, die halt eben, ja, das meiste Pech haben, dann eben dafür doppelt belohnt werden und noch zusätzlich in den Posteingang diese 100 legendären Stardrops bekommen. So, hier wird der Megapreis erwähnt mit den 100 legendären Stardrops und jeder Spieler hat natürlich gehofft, dass es ihn am meisten trifft, Leute. 100 Stardrops, 100 legendäre Stardrops natürlich, Leute. Und tatsächlich ist das jetzt passiert. Ein Spieler aus China hat es geschafft, 100 legendäre Stardrops zu bekommen. Und ich würde sagen, das zeige ich euch gleich. Vorher zeige ich euch die bisher krassesten, ja, Geschenke in Posteingängen, die einfach mal ultra heftig sind, Leute. Hier haben wir zum Beispiel Holdik und er hatte für, würde ich sagen, mehrere Jahre den Rekord gehalten für das krasseste Geschenk in einem Posteingang. Wenn das jetzt übersetzt wird, steht hier so viel wie Skinspende Star Shelly und zwar vor 18.276 Tagen, also eigentlich so alt, da gibt es noch Brawl Stars eigentlich noch gar nicht, Leute. Und trotzdem hat er zu diesem Zeitpunkt diese Skinspende bekommen. Das ist kein Fake, das ist wirklich passiert. Er hat im Nachhinein, Jahre später, Star Shelly tatsächlich nochmal bekommen, was wirklich gar keinen Sinn macht. Er hat auch hier gezeigt, ja, wie damals sein Kanal aussah. Und Leute, er fordert es ein und hat hier Star Shelly bekommen. Und das viel, viel länger, also als sie schon gar nicht mehr natürlich zu haben war. Also nicht im Jahr 2018, sondern im Jahr 2000 und... ja, keine Ahnung. Ich habe nochmal geguckt, es war im Jahr 2020 im Januar, Leute. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zur nächsten Spende. Also Leute, jeder von euch hat es wahrscheinlich mitbekommen. Landi hat 1 Million Juwelen bekommen. Ein geisteskranker Preis, wahrscheinlich sogar noch krasser eigentlich als die 100 legendären Stardrops. Finde ich auf jeden Fall ultra krank. Ihr seht es ja, wie er sich gefreut hat. Das ist wahrscheinlich mehr, als man gefühlt jemals ausgeben kann in Brawl Stars. Aber das Lustige ist ja, finde ich, dabei, dass er trotzdem noch den Brawl Pass für echt Geld kaufen muss, weil man kann den nicht für Gems holen. Er muss weiterhin Brawler und den Brawl Pass mit echt Geld kaufen. Schlau gemacht von Brawl Stars auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir uns natürlich nochmal an, ja, wie die 1 Million Juwelen nochmal auf seinen Account draufkommen, Leute. Ein ultra krankes Geschenk. Also Leute, Landi, der reichste Brawl Stars Spieler der Welt und boom! Alter, 1 Million 1553 Gems, das sieht schmackhaft aus, Digga. Das sieht einfach nur gefühlt gehackt aus oder so. Und ich würde sagen, nächstes Geschenk. Die nächste YouTuberin hat ein Geschenk bekommen, was nur für sie persönlich war, Leute. Und damit das seltenste Geschenk aller Zeiten. Und zwar gab es das, wie gesagt, nur einmal und war ein Geburtstagsglückwunsch von Supercell an sie. Die Frage ist, warum hat sie das Ganze bekommen? Ihr seht es, Skin Donation True Gold Tick. Happy Brawly Days Nut. Oder, ja, Brawly Days, wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, ob das genau mit ihrem Geburtstag zusammenhängt, aber ich glaube mal. Ja, ihr seht das Ganze. Der Gold-Tick-Skin. Und das Krasse ist dabei, Leute, sie hat nicht den Silber-Skin. Das bedeutet, sie hat hier den Gold-Skin, Gold-Tick-Skin bekommen, ohne den Silber-Skin zu haben. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Und sie zeigt das hier nochmal und beweist das Ganze. Hier zeigt sie das Ganze, Leute. Sie hat den Krabbenkönig, den normalen Tick und dann eben den Gold-Tick. Also ihr seht, es ist kein Fake. Sie hat den Gold-Tick-Skin, ohne den Silber-Skin zu haben. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zu dem, was alle interessiert, Leute. Und zwar die 100 legendären Stardrops im Posteingang. Nur nochmal zum Vergleich, Leute.
so sah es dann eben aus, wenn man ja das normale Geschenk bekommen hat, 100 mal Star Drops, ne? Das war einfach im Shop. Und ja, der Spieler hat das übrigens auch bekommen und hat jetzt in den Posteingang aber nochmal die 100 legendären Star Drops bekommen. Und das zeige ich euch. So Leute, ihr seht, das Ganze hat tatsächlich ein chinesischer Brawl Stars Spieler oder ein Spieler gewonnen, der halt zumindest Brawl Stars auf Chinesisch eingestellt hat. Ganz wichtig dazu zu erwähnen, es ist nicht die chinesische Brawl Stars Version, also es ist wirklich unser globales Brawl Stars, weil in China gab es das Event ein bisschen anders, ohne, glaube ich, diese 100 legendären Star Drops. Ihr seht schon, dort steht so viel wie 100 mal, ja, legendäre Star Drops. You are, also du bist der Hashtag 100 Star Drops Mega Preisgewinner. Oh mein Gott, wie krank ist das bitte, Leute? 100 mal Star Drops Mega Preisgewinner. Und Leute, wir zählen jetzt auf jeden Fall mal mit. Ihr seht die Anzahl dann eingeblendet. Ja, er hat tatsächlich nämlich auch jeden Star Drop hier gezeigt und es sind wirklich 100 legendäre. Lasst einen fetten Like, dann kostet das Abo, gebt auch gerne meinen Creator Code ein und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze an. Oh mein Gott, Nummer 1. Oh, erstmal 1000 Credits im ersten und damit hat er Charlie freigeschaltet und ihr seht schon, es geht die ganze Zeit so weiter. Jetzt hat er erstmal auf jeden Fall einen neuen Fame-Rang erreicht. Der dritte legendäre Star Drop, Star Power für Sandy, Leute. Oh mein Gott. Das Ding ist, er hat halt noch nicht mal wahrscheinlich alle Brawler. Das heißt, er könnte ziemlich viele Brawler auch dadurch freischalten, denke ich. 500 Credits nochmal. Okay. Ah, wobei, er hat ja, glaube ich, gerade Charlie freigeschaltet. Oh, let's go. Der Beach Brock. Ey, Leute, und ich würde mal mich sehr, sehr krass dafür interessieren, wie ihr reagiert hättet, wenn ihr so einen kranken Preis gewonnen hättet. 100 legendäre Star Drops, ne? Ich glaube, oh, ich dachte, er hat Spike gezogen, aber er hat Robo Spike. Also ich dachte mir da schon, Junge, das ist unfassbar. Also ja, auch herzlichen Glückwunsch natürlich an den Gewinner. Ne, er hatte ja auch davor sehr, sehr viel Pech, ne? Das hat ja seine Chancen so krass erhöht, dass er das Ganze geschafft hat. Und damit ist er auch der erste bekannte Gewinner weltweit, der diese kranke Belohnung bekommen hat, Leute. Und wir sehen schon Star Power für Mac. Er hat schon ein paar Star Powers gezogen. 1000, Junge, 1000 Credits. Boah, ich bin auch mal gespannt, in welchen Fame-Rang er aufsteigen wird. LOL! Alter, Hermes Max, sehr krank. Bro, er zieht einfach. Alter, er zieht nur Skins, ne? Ich glaube sogar, das könnte ein Free-to-Play-Spieler sein oder so. Weil er hat kaum Skins am Start. Auch Arch-Villain B hat er jetzt neu gezogen. 1000 Credits nochmal. Ey, er hat doch gefühlt noch nicht einmal 1000 Münzen bekommen oder so, ne? Also ich glaube wirklich, er hat einfach nur ein geisteskrank heftiges Luck hier an der Stelle, muss man sagen. Bruder, ey. Oh mein Gott. Alter, ist das heftig, Mann. Nochmal Star Power. Also ich muss wirklich sagen, ich finde das Ganze wirklich krass beeindruckend. Und ich glaube, ey, er kann einfach so viel ziehen. Tega, er zieht die ganze Zeit Star Powers. LOL, was hat er für ein Glück, Junge. Stonk Spam als nächstes. LOL. Und nochmal den Drachenboxer hier. Es kann auch sein, dass es ein bisschen zugeschnitten wurde, eventuell, Leute. Vielleicht, dass die Star Drops hier rausgekartet wurden mit den 100 Münzen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ihr seht es auf jeden Fall mitzählen, ne? Wir sehen am Ende dann, ob es wirklich 100 waren. Ich denke aber mal schon tatsächlich. Alter. Pibi hier auch einfach nochmal. Ey, WTF, ne? 1000 Credits nochmal. Es ist unfassbar. Und er ist aufgestiegen in Mondruhm. Alter, das ist ja geisteskrank. Oh, ich dachte, er hat Crow gezogen, Digga. Aber na gut, er hat wahrscheinlich... Hat er dann schon alle Brawler wegen dem Fame? Eigentlich müsste er, ne? Müsste. Digga, Zombibi. So geile Skins hat er auch schon bekommen. Okay. Und einfach mal, Junge. Gruselcloud Sampin, wie random. Nochmal die nächste Star Power für Surge. Hey, Bro, ich glaube, dass jeder Spieler weltweit neidisch auf ihn. Ich glaube, also wie gesagt, 100 Spieler haben das bekommen. Bei ihm ist es als allererstes zumindest aufgetaucht als Video. Und nochmal Maskottchen Daryl. LOL, Haifisch Leon, Bruder. 500 Credits. Digga. Also Leute, entweder hat Supercell an den Chancen geschraubt
Ich glaube, Supercell hat an Chancen geschraubt. Bruder. Also 1000 Münzen müsste man ja auch eigentlich mal durch, also ab und zu mal bekommen. Oder wie gesagt, er hat es beim Video rausgeschnitten, die 1000 Münzen. Vielleicht sind es dann am Ende jetzt nur 90, die wir sehen, oder 80, ich weiß nicht. Aber das ist schon geisteskrank, Digga. Star Power für Spike. Nochmal Star Power. Ey, ich glaube, gefühlt Max das einfach hier seinen Account, ne? Er zieht ja gefühlt alles, Digga. Alter. Und der Nita als nächstes. Wow, Alter, ist das heftig, Mann. Let's go. Und auf jeden Fall Corrupted Sprout ist als nächstes am Start. LOL. Kartoffelsqueak auch nochmal. Leute, also ich kann es gerade echt nicht fassen. Und ich bin auch mal gespannt, was das nächste Event wird, was von Supercell kommen wird. Ich meine, wie wollen sie das noch toppen, ne? 100 mal legendärer Stardrop, beziehungsweise 100 Stardrops, kann man gar nicht mehr krasser toppen, glaube ich. Aber wer weiß, ne? Vielleicht lassen sie sich was Krasses einfallen. Ich habe da auch schon... Ah ja, guck mal, da kam nochmal eine Einladung. Ne? Also es ist auf jeden Fall... Also wir sehen es auch gleich nochmal, nachdem die ganzen Stardrops bestimmt abgeholt wurden. Dass das eigentlich... Das ist komplett das normale Brawl Stars. Das ist auch nicht irgendwie ein Fake oder sonst irgendwas. Das ist wirklich real. Das ist wirklich passiert. Hier nochmal der grüne Squeak. Oh mein Gott, Detective Gray. Haha, Junge. Alter. Und wie gesagt, das ist nicht die chinesische Brawl Stars Version, Leute. Bruder. Und wir haben direkt als nächstes Harajuku Ems. Es ist geisteskrank, Junge, was in diesem Video abgeht. Oh mein Gott. Ey, das ist... Wie viele sind 100 legendäre Stardrops wert? Vom Preis her, das ist auch noch die Frage, ne? Oh, 29k hat er. Leute, hier sehen wir ganz kurz nochmal seinen Account. Den zeige ich euch nochmal am Ende genauer. Er hat 29.523 Pokale. Und wir sehen auf jeden Fall auch schon, ja, an dem Hintergrund, ne, dass es die Season eben war. Sands of Time, beziehungsweise halt, ja, die letzte eben. Und ja, Digga, unfassbar, Mann. Unfassbar. Leute, Hypercharge für Jesse. Oh mein Gott. Und wir haben auf jeden Fall Streetwear Max. Alter. Gratis 100 mal legendärer Stardrop, Bro. Oh mein Gott. Ey, Digga, er steigt auch so krank auf im Fame. Oh mein Gott, Digga. Koala der Nita nochmal. Alter, diese Credits-Belohnungen, die schmecken aber auch, ne? Vielleicht wäre es sogar schlauer gewesen, an seiner Stelle noch so ein paar Brawler abzuwarten und dann erst das Ganze zu öffnen. Aber ich glaube, ich hätte auch nicht anders gekonnt. Digga. Und er ist instant einfach mal Maßruhm. Alter, sogar ein Archivskin. Digga. Und als nächstes den Daruma Mr. P. Geisteskrank. Zuckerfreak Sandy. Bro. Ah, guck mal, 1000 Münzen, da haben wir es gesehen. Es ist auch drin mit den 1000 Münzen. Das heißt, er zieht wirklich diese ganzen Sachen gerade. Genau, 1000 Münzen, okay. Unfassbar, Junge. Alter. Oh mein Gott. Und jetzt haben wir nochmal den Rubin oder Smaragdprinz. Ich weiß gerade nicht, ich glaube, Rubin war das. 500. Alter, und Häschen Grom. Let's go. Es ist einfach immer noch nicht vorbei. Ja, Leute, dieses Video ist tatsächlich auf so einer chinesischen Webseite aufgetaucht. Sowas wie das chinesische YouTube. Da habe ich das tatsächlich auch das erste Mal gesehen. Und ich würde sagen, lasst nochmal ein Like, dann kostet das Abo. Ciao, ciao.